So, hallo und herzlich willkommen zu City Skylines. Ja, ich würde sagen, lass uns eine Runde spielen. Nur, ich muss mir jetzt halt überlegen, wenn ich das erkläre, dass hier eigentlich schon alles steht. Ich habe schon angefangen zu spielen, sagen wir es mal so. Und zwar muss ich mich total einüben, das ganze Zeug. Ja, ich bin schwer vom Begriff bei so einem Spiel. Das hat ein bisschen gedauert. Und ja, jetzt kann ich es mittlerweile und würde aber gerne hier weiterspielen, wo ich momentan bin. Das heißt, ihr schaut mir jetzt dabei zu, wie schon einige steht. Ich habe mir jetzt gedacht, ich hau hier das Industriegebiet hin. Und hier habe ich überall Wohngebiete. Das bedeutet unterschiedlichste Art. Also hier ist vor allen Dingen eher kleinere. Industriegebiet soll noch maximal bis da oben hingehen. Vielleicht reiße ich den Teil noch ab, also das hier. Und das hier alles Wohnanlage. Und ich habe aber nicht groß vor, irgendwie so kleine Dörfer zu bauen, so kleine Häuser, sondern alles eigentlich kreuz und quer. Und das will ich dann hier alles auffüllen. Also vom Sinn her eigentlich wie eine europäische Stadt. Alles durcheinander. Man hat sich halt gedacht, fuck it. Was wir jetzt hier brauchen, dreispurige Straßen sind übrigens immer sehr von Vorteil. Wir haben den Bahnhof hingestellt, dass man sehen, ob die Tour das mittlerweile schon abgeholt hat. Durch, okay. Immer noch nicht. Obwohl ich Buslinien ohne Ende geschaffen habe. Die mir mittlerweile die Straßen verstopfen, wie man hier sieht. Das ist echt ein Problem. Die machen mir die Straßen nicht, die Busse. Schau ich das einfach mal an. Hier sollte ich... Na, eigentlich hier staut sich ja nicht. Notwendig auf dreispurig umzustellen, das ist nicht. Ja, aber bis hierhin habe ich alles mal auf dreispurig gemacht. Hier ist noch zweispurig, das sollte ich aber eigentlich auch umher. Aber hier stehen überall schon die Häuser. Was ist mit den Wasserwerten? Ja, das mal sehen. Duschen mit Flaschenwasser wird ein bisschen teuer. Ich sag ziehe. Okay. Lass mal sehen, ne? Welcher Ortsteil ist denn hier ohne Wasser? Das ist dieser Ortsteil hier. Okay. So, und dann brauche ich noch hier. Zwischen hier. Das heißt so. Wird schon schief gehen. So, schon ist es auch erledigt. Hier habe ich halt die Mülldeponie direkt an die Ortschaft reingeklatscht. Aber scheiß drauf, ich will einfach nur eine riesen Metropole werden. Ah, was man nicht vergessen darf, hier oben habe ich die Bürokomplexe hingestellt. Da brauche ich nur noch ein bisschen mehr Leute. Das heißt, jetzt die Frage, nur so eine Straße. Eigentlich sollte ich überall auf der Reichspur umstellen. Die nächste Straße geht mal so rein. Ich mache sie frei, allgemein. Wobei, nein, gerade momentan ist besser. Und dann auch hier. Das ist die Frage, was baue ich hin? Ein bisschen mehr Wohnkomplexe, ja. Auch wenn momentan eher die Frage nach Gütern da ist. Und nach Gewerbegebieten. Das heißt, ich baue noch eine Straße hier hin. So rüber. Übrigens, hatet mich nicht, weil ich der schlechteste Architekt des Planeten bin. Ah, hau rein. Das lässt sich nachher auch alles noch zusammenklatschen. Ich kann ja noch eine Straße reinbauen. Fürs Erste dürfte das die Nachfrage nach Gütern decken. Ah, ich brauche noch Wasser hier. In dem Bereich zumindest. Zack, zack. Haben wir auch Wasser. Nachfrage ist gestillt. Ja. Großen Ganzen. So, dann würde ich erst mal sagen, um hier ein bisschen auszulagern, hier ist noch nicht viel los. Hier kommen Busse her, für die Arbeiter auch. Die Leute sind relativ zufrieden, wie es aussieht. Aber was fehlt, ist ganz einfach ein bisschen mehr Straße. So, ein Stück nach vorne noch. Und dann hier rüber und dann hier rüber. Und dann von hier hinten aber. Hier rüber.
So, und dann Industrie. Also, falls ihr auf dem Channel gelandet seid, durch Zufall, wie auch immer das passieren konnte, schämt euch nicht, ist schon in Ordnung. Ich werde sicherlich nicht so spielen wie zum Beispiel Gronkh oder so. Das heißt, mir ist es relativ wumpe momentan, wie die Stadt aussieht. Es bildet sich meiner Meinung nach über die Zeit hinweg. Aber jeder kann das spielen, wie er möchte. Nur für mich ist das ansonsten viel zu nervig, wenn ich jedes Mal auf jede Kleinigkeit achten muss. Man entwickelt die Stadt nicht gescheit, meiner Meinung nach. Aber das ist meine Meinung. Das müsst ihr selbst entscheiden. Auf jeden Fall hatet die ganze Sache nicht. Weil ich halt so spiele. Ist halt einfach so. So, jetzt irgendwie noch eine Anbindung hier. Rüber. Mit mehr Fahrzeuge herkommen. Bräuchte ich am besten eine möglichst... Ja, das hatte ich ja schon. Direkte Anbindung hier rüber. Ja, Leute, sorry. Na, Leute, doch nicht sorry. Weil total scheiße geworden. Ja, das kostet alles Kohle. Nein! Sieht euch doch nicht gleich wieder an. Scham. So, ein bisschen Wohnhäuser. Schien die Scheiße. Ja, gut. Liegen die im Wassergebiet hier? Es liegt alles im Wassergebiet, dann verbinde ich noch. Dann sollte ich am besten die beiden hier verbinden. Ich glaube, so fließt das Wasser besser. Und falls nicht, hat es $880 für nichts gekostet. Die Toten werden nicht schnell genug weggeliefert. Ein Verstorbener muss transportiert werden. Alle 10 unterwegs. Alle 10 Leichen wegen. Glaubt's ja nicht. Ah, hier. Die Straße hier ist dann nicht im Wasser. Und dann würde ich sagen... Wollen wir noch einen Friedhof gesehen gehen. Hier ist es ja richtig gehen nötig. Und dann noch ein Krematorium. Direkt hier hinten daneben. Na, eigentlich besser da hinten. Scheiß drauf. Dann nehmen wir Friedhof einfach dazu. Und dann ein Krankenhaus. Dann haben wir keins in der Nähe. Am besten direkt bei den Ortschaften. Zack. Oh no. Okay, irgendwie muss man das dann ein bisschen investieren hier. Das ist natürlich alles wieder Strom und Wasser. Aber noch reicht's. Also, ich würde sagen, ein bisschen noch in grüne Energie investieren. Und das ist auf dem Wasser natürlich am besten. Baue ich noch hier ein paar hin. Dass das Ganze vorerst gesichert ist. Ja, kurz ein bisschen Kohle, aber was soll's. Die ganzen Teile in Betrieb. Ist angeschlossen? Ja. Alle dran, wunderbar. Im Gegensatz zu denen hier, die dürften stören. Deswegen müssen eigentlich, sollten die Leute hier auch umziehen mit der Zeit. Aber sie sind glücklich, aber Lärmbelastung, schaut euch das an, ne? Ja, man sieht hier gar nicht. Aha. Auf jeden Fall, die Lärmbelastung ist natürlich ein Problem hier. Und auf dem Wasser ist es natürlich kein Problem. Gibt nämlich ehrlich gesagt momentan keine Sau. So, ich kann mich theoretisch auch noch verbreitern mittlerweile. Das heißt, kaufen wir einfach mal das nächste. Ich würde gerne die Anbindung zur Straße machen. Ja. So, jetzt kann ich hier hinten, ne? So diese Autobahn zurück. Na super, geht mal wieder nicht. Kann ich denn die... Was ist bereits belegt? Das kann man doch einfach so schön reinsetzen hier. Ach Mann. So ein Käse aber auch, ganz ehrlich.
egal wo. Ort ist immer bereits belegt. Ort ist bereits belegt. Man kann es nicht gescheit reinsetzen, obwohl es sich so schön einfügen würde. Eigentlich muss ich jetzt erstmal die Autobahn abreißen. Das habe ich auch da hinten gemacht. Dann mache ich das halt. Ab geht's mit der Planierweise drüber. Scheiße. So. Können mich mal die Autos. Was sind wir denn? So, und gleich nochmal. Vorne. So, und nochmal. Ich schluck's nicht. Irgendwann passt das Ding auch rein. So, nochmal. So. Jetzt brauche ich nur noch Autobahn. Die ist hier, ohne Lärmschutz. Das hier. Dem hier. Das hier. Dem hier. Das hier mit dem hier und das hier mit dem hier. Sieht bescheuert aus. Ehrlich gesagt ist es mir sowas von Latte. Ah, die haben keinen Strom, die haben keinen Strom, wir haben keinen Strom. Wir brauchen Strom. Das hat jetzt Dringlichkeit. Also verfügbarer Strom ist doch da. Ihr seid doch auch in einem Gebiet, in dem eigentlich Strom zur Verfügung steht. Egal. Ich binde euch jetzt mal hier rüber an. Das sollte die Lösung sein. Ja, war's. Okay, die sind schnell da. Vielleicht auch, weil ich die Straße hier hingebaut habe. Hey, hey, schau ich das an? Touris. Ah, hier an der Haltestelle geht's. Ich blockiere echt die Straße in meinen Bussen. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Und ich habe viel zu viele kleine Straßen. Das hindert den Fortschritt. Aber solange ich nirgendwo sehe, dass es so richtig schlimm ist, schaut euch das an. Ich habe mir gedacht, hey, früher war hier halt mega Stau. Und jetzt ist da hinten nur noch ein ganz klein bisschen. Und aber halt hier rein die Einfahrt. Sollte mir eigentlich wieder überlegen, sie da hinzusetzen. Nur ein Stück weiter hinten rüber. Also irgendwie hier über die Häuser drüber bauen und dann, ist alles so schwierig. Und dann hier vielleicht rein. Vielleicht kommen sie nicht direkt hier rüber. Und die Einfahrt ist länger. Lass mal sehen. Das hier ist zweispurig. Einbahnstraße. Lololo. Hey, will das drüber bauen? Leute, zieht euch. Ich hab da was zu bauen, sorry. Es interessiert mich nicht, ob die Scheiße schon belegt ist. Wo soll sich verziehen? Das ist meine Stadt. Lass sie halt ausziehen. Die gute alte Art und Weise, ne? So. Als zweites machen wir hier alle beide platt. Und dann bilden wir eine Brücke rum. Das finde aber sozial werden. Ich bin ein harter Bürgermeister. Ein sehr harter Bürgermeister. Ohne die nötige Härte wird das nichts. Oh, ist bereits belegt. Super. So, wir machen hier einmal zu. Sorry, Jungs. Sucht euch eine andere Einfahrt. Gibt genug. Nein, nein, nein. Bisschen tiefer? Genau so.
schön. Sehr schön. Sehr schön. Theoretisch genau dahin. Aber da steht ein Haus. Ein bunteres Haus. Wie man versteht, ein Haus ist. Planierwolken. Stück ist weg. So, dann muss das Ganze hier ein bisschen vorspulen werden, Leute. Entschuldigt bitte. Ich brauche hier mehr Platz. Hierhin hat es schon mal geklappt. Wenn ich hier dreispurig reinhaue, habt ihr das Verkehrschaos des Jahrhunderts. Aber es muss sein. Jetzt verschieben wir einmal das hier. Nach, willst du mich verschieben? Lässt sie nicht verschieben. Hör doch auf. So, der Park kommt in eine ganz andere Region. Dahin. Ja, wirklich, ich weiß, dass es an der Straße platziert werden muss. Was denkst du, was ich vorhab? Ciao. Ich weiß, ich bin ein harter Bürgermeister. Ich weiß. Wie ich schon sagte, es muss sein. Das sieht mal dämlich aus. So, das hier abreißen. Ab geht's mit der Planierwalze drüber. So, gerade anbinden. Und hier sorgen wir dafür. Dass die Leute ganz einfach hier hinkommen. Ohne eine Kreuzung gegenzubauen. Im Normalbetrieb, sehr schön. So, jetzt kann ich den Scheiß hier auch mal abreißen. Vollkommen unnötig, so eine fette Straße nur in eine Richtung da zu haben. Die Leute werden auch glücklicher. Schöner Nebeneffekt. Ciao. So, können sich wieder Wohnungen erschließen hier. Überall wo Platz ist. Die Stadt barrikadiere ich hier voll. Das war die unaufgeräumteste Stadt aller Zeiten. Wir brechen. Ah, sind schon da. Alles klar. Aus der Nachbarschaft kommt ein komischer Gestank. Richtig, denn ein toter Mensch. Okay, das ist mein größtes Problem momentan. Ist das hier. Ich sollte hier noch einen Friedhof hinklatschen. So, dass ich möglichst wenig Plätze wegnehme. So. Friedhof direkt an der Megastraße. Da
Aber hey, was gibt's nicht alles hier in Megatropolis oder wie diese Stadt heißen soll. So. Und die nächste dreispurige Strecke. Nee, das machen wir jetzt gerade. Wasserleitung. Sehr schön im Kreis, wunderbar. Und dann kann hier die Industrie herkommen. Und sich ihre Wirtschaftsstandorte hier sichern. Das interessiert mich dann nicht mehr. Jeden kleinsten Platz ausgenutzt? Ja, habe ich. Wunderbar. Industrie ist wichtig, Leute. Sorry. Ich versuche es ja schon abzukupfern. Nicht abzukupfern. Aufzuteilen. So. Dann machen wir hier noch eine kleine Straße rüber. Was ist der bereits belegt? Denkst du, es interessiert mich, ob der auch bereits belegt ist? Wirklich? Denkst du das? Denkst du falsch? So. Hier noch mehr Wohnungen. Das war die kleineren. Hier soll es ein Ticken gemütlicher sein. Und jetzt ein bisschen mehr Wasser. Direkt da wieder. Schönen Kreislauf erzeugen. Strom und Wasser beides super viel zur Verfügung stehend. Also alles gut. So, alles gedeckt momentan. Müll. Müllabfuhr, wir brauchen eine Müllabfuhr. Ja, wir brauchen hier unbedingt eine Müllabfuhr. Wie mache ich es? Von hier aus, da hinten, den Weg. Da setze ich dann den Müllabfuhr hin. Müllabfuhr und Müllbeseitigungsanlage. Oder Mülldeponie, besser gesagt. Haben wir gleich zwei Stück. Können die hinfahren, wo sie wollen. Das ist mir total Wumpe. Da ist alles Wasser dran. Ja, wunderbar. Ist auch wieder ein Toter. Es ist halt komplett mittlerweile in Nutzung. Leichenwagen in Verwendung. 0 von 10. Wirklich jetzt. Dein Ernst. Du kannst doch wohl da hinten... Stellen wir halt zwei Stück hin. Eins dahin, eins dorthin. Dass er nicht losfahren kann und sich den trotzdem holen. Mein Gott. So schwer ist es dann auch wieder nicht. Wohnbereich. Da hinten garantiert keine Industrie. Ich bin halt bekloppt. Diese beiden Straßen hier noch finden. Auch das war erstmal was. Naja, klar. Zack. Und von da wieder hier rüber. So, eine Polizei, die wäre auch ganz gut hier. Kommissariat. Eine haben wir schon da. Noch eine zweite. Immer sicher. Sicherheit geht vor, wie wir kennen. Wenn sich die Leute sicher fühlen, dann geht's ihnen gut. Dann
das ist mein Anreiz. Menschen haben, denen es gut geht. So, wieder auf dreispurig umstellen und von hier direkt hin. Wasser ist auf jeden Fall da. Dann bauen wir hier Bürokomplexe. Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. Aber rein. So. Ja, also hier passt bisher alles. Jetzt müssen wir mal überlegen, ich muss das Ganze noch ein bisschen besser verbinden. Vor allen Dingen da unten. Habe ich gerne daran gedacht. Machen wir eine Autobahn raus? Ja, machen wir eine Autobahn raus. Und Schutzwänden. Ah, ist jetzt die Frage. Sehr schön. So, dann machen wir das erste, würde ich sagen. Einfach nur eine 0815er Zufahrt von hier nach da. Eine 0815er Zufahrt von hier nach da. Blöde ist nur, ich habe die Autobahn falsch schon hingebaut. Ja, scheiße. Seht ihr? Das ist, was ich meine. Warum? Weil die Autos hier hochfahren müssen. Das heißt, wenn ich eine Autobahn hinbaue, muss es hochgehen. Das heißt, ich kann den gesamten restlichen Scheiß, kann ich abreißen. Obwohl sie genauso aussieht. Ja, nur die Arbeit. Ja. Toll. Viel Geld gekostet. Bringt aber nur 70% oder so wieder zurück. Bin ich glücklich. Aha. Na toll. Also von hier aus geht's. Sehr schön, jetzt ist es gebaut. Hat natürlich viel mehr Geld gekostet. Mann, bin ich glücklich. Wieso, um Herrgottes Willen? Natürlich. Ist mir klar, wieso. Das Einbahnstraßen da müssen. Wo kommen wir denn hin, wenn es keine Einbahnstraßen mehr sind? Da kann man das nicht abreißen. Ist zu früh. Zweispurige Einbahnstraße. Ach, schau mal, was draus wird. Zweispurige Einbahnstraße. Und dreispurige Einbahnstraße. So. Die Autobahneinfahrt. Aber hey! Die Menschen leben, wo sie wollen. Bei mir dürfen die Menschen überall wohnen. Ah, dann müssen wir zu dem hier. Alles Kohle. Erschließt euch, was ihr erschließen wollt.
wünsche viel Spaß neben der Mülldeponie. Ich würde ja nicht herziehen. Aber ist ja auch nicht mein Wohnort. Sehr schön. So, jetzt brauche ich noch einen Bahnhof. Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. Bahnhof. Oder Güterbahnhof. Güterzugbahnhof wäre auch ein bisschen schlecht. Bauen Sie einen Güterbahnhof und zügen den Transport von Gütern und Rohmaterial zu ermöglichen. Frachtzüge können innerhalb der Stadt oder über eine angebaute Verbindung zum Einsatz kommen. Bauen Sie Bahnhöfe und verbinden Sie mit Gleisen, wo Sie das Zuglinienwerk zum Erstellen einer Linie einsetzen. Ja. Oder ich baue erstmal den normalen Bahnhof, um die Leute hier hochzukriegen. Da ist doch direkt die Schiene. Schlecht wäre es also eigentlich nicht. Und dreispurig ist es auch. Ach, passt. Schienen. Super. Wir lieben euch alle. Lass mal sehen. Wo führt denn was hin? Nach da unten. Das heißt, er kann von hier darüber. Ich weiß nur leider nicht, wo dein Haus ist. Das ist das Problem. So, jetzt dürften im Großen und Ganzen eigentlich diese beiden Bahnhöfe verbunden sein. Da, wenn man schaut, der Zug von hier hochfahren. Wenn er hier ist... Ja, er kommt zwar nicht mehr zurück, aber hey. Es ist wirklich so wichtig. Eigentlich schon, aber hey. Was soll's. Ich kann das so fahren, ist wie für Autos. Ich muss nur noch Schienen von hier rüber verlegen. Dadurch kann man nämlich auch wieder zurück. Hier rausfahren, hier rüber, hier hoch, oben entlang, hier rüber, hier zurück und hier. Ich weiß nicht, ob es genutzt wird, aber theoretisch möglich. Praktisch ist natürlich eine ganz andere Sache. Langsam bildet sich auch hier etwas mehr Verkehr. Aber ist alles im Rahmen. Die Kollegen kann abreißen. Da ist schon der Zug, da kommt der Zug, da kommt der Zug. Sehr schön. Ich frage mich immer, warum die Krankenwagen stehen bleiben. Eigentlich vorbeifahren. Ja, zumindest logisch und sinnvoll. Er fährt vorbei. Ach so, ein Güterzug ist es. Und das ist in die Person. Okay, jetzt verstehe ich. Alles klar. Ich krieg die Menschen einfach nicht weg. Muss eine Direktverbindung machen in die Stadt. Auch wenn das natürlich dazu führt, also wir nehmen den hier und machen darauf eine Direktverbindung. Von hier kann man auch nach
hier eine Linie machen. Und dann wieder zurück. Ah, durch Zufall entdeckt. Wunderbar. Eigentlich wollte ich aber diese Linie hier machen. Und zwar von hier. Nein, nein, eine neue. So, kurz sehen. Eine neue Linie. Und zwar geht die irgendwo in die Stadt rein. Bis dorthin hält sie, sagen wir mal, zweimal. Ist ja okay. Einmal hier. Und einmal irgendwo. Sagen wir mal hier. Und dann geht das Ganze direkt zurück. Hierher. Du bist den Touristen von Pabano. Noch mehr Touristen. Ist doch nicht interessant genug, meine arme Stadt. Jetzt ist natürlich durch den Zugverkehr noch mehr los. Ja. Muss ich jetzt natürlich schauen, dass das Problem gelöst wird. Hier oben mache ich kleine Busverbindung. Ja, viele Busse sind ja nicht unterwegs. Ach ja, eine kleine machen wir. Hier fangen wir an. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Bis hier hin. Dann einmal. Nö. Ah, er kann den nicht so abbiegen, stimmt ja. Hier hin. Einmal. Dahin. Auf dem Rückweg hier hin. Dann hier rüber. Hier hinten hin. Auf dem Rückweg auch hier halten. Dann hier üben. Und dann Linie abschließen. Das wird ja keinen Sinn machen. Noch nach da hinten. Und dann die Linie abschließen. Das wird doch passen für mich. Aber auch hier ist jetzt mittlerweile das Verkehrsaufkommen deutlich gesteigert. Das heißt für mich eigentlich so viel wie mehr Häuser hin. Und vorher noch welche abzureißen. Super. Geborener Architekt. Trotzdem nice. Die Nachfrage ist hoch. Ich muss darauf reagieren. Guten Namen. Langsam wird es knapp im Wasser. Ich muss mehr Wasser fördern. Das heißt, ich hau mir eine Wasserpumpstation noch eine zweite hier oben hin. Einfach hier direkt daneben. Mit einer ganz logischen Anbindung. Hier rüber. Sollte jetzt laufen. Sollte jetzt laufen. Ja, tut es. Eine Wasserklärung. Hier rüber. Hier haben wir schon eine. Wir haben einfach mal zwei Linien. Direkt Anbindung. Ist ja nicht direkt Anbindung. Wobei von direkt hat das nicht viel. Straße hier noch und dann rüber. Überall wo Wasserleitungen sind, alles gut.
So, jetzt sollte es wieder fließen. Ja, tut es. Sehr schön. Wir brauchen natürlich zusätzlich Strom. Das heißt, ihr habt wieder weniger Strom. Stadt ist schon heftig. Ach, das ist eher ein kleineres Aufkommen hier. Das Problem ist, dass ich eine Doppelkreuzung habe, direkt hintereinander. Was natürlich dafür sorgt, dass hier halt alles komplett zusammenwächst. So, schauen wir mal, wie sieht es um unseren Bürokomplex aus? Im Normalbetrieb. Sehr schön. Wird irgendwas benötigt? 2 von 3 Möglichkeiten. Super schön, aber trotzdem gut. 1 von 0 hochgebildet. Okay. Das ist doch. 6 von 6 Arbeiter. Okay. Es gibt genug Arbeit. Alles klar. Aber wir brauchen mehr Industrie. Heißt auch für mehr Arbeiter. Das sind 2 Gebäude, sind abgeplant, sogar 3. Direkt der Motor mit. Und 1. Ne, hier steht aber 1 in Flammen. Das sollte... Einmal Fire Department. Fire Department. Auch wenn nur ein kleines. Das reicht schon. So. Hier brennt es nämlich sau viel. Ihr dürft loslegen, Leute. Ihr dürft loslegen. Hallo. Okay, irgendwo fehlt Wasser. Da fehlt Wasser. Was heißt so? Kann ich die wieder zusammensetzen? Nö. Geil. Passt. Okay, dieses Ding ist da. Hallo. Okay, sie arbeiten. Oder nein, Löschfahrzeuge 0 von 6 im Einsatz. Leute, es brennt. Dämlich. Naja, ich bin hier momentan fertig, weil ich muss jetzt ein bisschen arbeiten gehen. Und zwar in echt. Passt, gefällt mir so. Für den Moment zumindest. Alles total durcheinander. Das finde ich gut. Okay, hier fehlt auf jeden Fall noch ein Friedhof. Wetten, hier sind 10 von 10 in Einsatz. Das war so klar. Den bauen wir noch kurz. Wichtig. Wir haben viele Tote. Und die Leute wollen sonst nicht mehr da drin wohnen. Hier brennt es auch. Feuerwehr schon da? Ja, Feuerwehr ist da. Dann ist alles in Ordnung. Da wollte niemand was bauen? Ah, weil ich sie nicht erlaubt habe. Dürfen wir ruhig? Alles herziehen, bitte. Hier gerne noch ein bisschen. So. Schon erschließt sich das Ganze hier. Deutlich besser. Was für eine tolle Stadt. Menschen sind glücklich. Das macht mich wiederum glücklich. Die Straße ist nur leider zu klein hier. Jetzt nämlich keine Ampel. Ihr versteht das Problem? Es gibt einen riesen Rückstau. Eigentlich müsste ich die Straße kurz abreißen. Es tut mir so leid. Hey, seid jetzt noch glücklich, wenn ihr wisst, was ich vorhabe, lasst es nicht mehr. Zack. So, es dürfen sich neue Leute ansehen. Bin ich nicht nett. So, jetzt hat es zumindest mal Ampeln hier. Mal sehen, ob das reicht. Ich hoffe es.
hat auf jeden Fall jetzt mehr Platz. Sollte reichen. Ja, ich muss los. Bis denne. Danke fürs Zuschauen. Ciao.